So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir auf dieses, kriege ich es ins Bild, dieses Lenovo-Laptop, da ist FreeDOS drauf vorinstalliert, wie wir Windows 10 drauf installieren können. Windows 10 habe ich jetzt schon mal hier auf DVD. Wir werden aber die aktuellste Version herunterladen und auf einen USB-Stick packen und dann davon installieren. Da sparen wir uns einfach viel Zeit, wenn wir die aktuellste Version installieren und nicht hier erstmal eine alte und dann aus Windows heraus ein Update machen. Würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, ich habe den Rechner jetzt hier mal gestartet. Schauen wir uns mal kurz das FreeDOS mal der Vollständigkeit halber an. Das ist jetzt hier das Bootmenü. Mir ist ehrlich gesagt auch nicht ganz klar, warum da überhaupt so eine FreeDOS drauf gemacht wird, weil mit Anfang kann man jetzt eh nichts. Man kann das dann zwar starten, sieht, dass der Computer irgendwas macht und funktioniert, aber so wirklich mitarbeiten kann man damit im Prinzip nicht. Wäre vielleicht sogar sinnvoller, wenn man dann stattdessen halt irgendein Linux drauf tut, aber ich denke, da wollen sich die Hersteller gar nicht so den Aufwand da geben und da ein Linux raussuchen, das dann auch noch mit allen Treibern und so weiter funktioniert. Gut, den machen wir jetzt wieder aus und jetzt schauen wir mal, dass wir uns die aktuelle Version von Windows aus dem Internet laden. Fangen wir an mit dem Download von Windows. Das kann man unter dieser Webseite hier herunterladen. Ich verlinke das alles auch dann nochmal extra, beziehungsweise schreibe das in den Artikel rein, da kann man das dann alles nochmal nachlesen. Hier müssen wir, wenn wir wollen Windows 10 auf einem PC installieren, das Media Creation Tool hier herunterladen. Man sieht jetzt hier auch, das ist die 18.09er, das ist gerade die aktuelle Version. So, habe ich heruntergeladen. Schauen wir uns mal an in diesem Ordner hier. Ich ziehe das jetzt einfach mal auf den Desktop und dann starten wir das Tool. Kurz doppelklicken, dann kommt noch eine kleine Bestätigung von Windows und dann geht's auch schon los. Die Lizenzbedingungen akzeptieren wir natürlich. Dann kommt wieder eine kleine Vorbereitungsphase. Muss man immer so ein bisschen Geduld hier mitbringen. Ja, was wollen wir machen? Natürlich wollen wir ein Installationsmedium erstellen. Hier habe ich auch schon den passenden USB-Stick. Den stecke ich hier gleich mal an. So 8 GB reichen dafür locker aus. Muss jetzt gar nicht so ein Riesending sein. So, haben wir ausgewählt. Klicken auf Weiter. Dann kommt jetzt hier noch die Sprache, Architektur und Version. Passt in unserem Fall. Wir wollen Deutsch, Windows 10 und 64-Bit. Wer will, kann das aber dann hier auch noch abändern. Zum Beispiel, wenn er die 32-Bit-Version nehmen möchte. Aber eigentlich spricht heutzutage alles immer für die 64-Bit-Version. Was man hier auch sieht, man legt sich jetzt hier noch gar nicht fest auf die Home oder Pro-Variante. Das wird dann später gemacht bei der Eingabe des Keys, wird das im Prinzip festgelegt. Hier können wir jetzt noch festlegen, welches Medium wir verwenden wollen, den USB-Speicherstick oder eine ISO-Datei. ISO-Datei können wir runterladen, können wir auch mit Rufus oder einem anderen Tool einen bootbaren Stick erstellen. Ich kann das auch auf eine DVD brennen und dann davon booten. Wir wollen jetzt hier gleich mal den USB-Speicherstick hier erstellen und wählen dann hier aus den richtigen, habe ich jetzt angeschlossen, hier Laufwerk D. Und klicke dann auf Weiter. Ja, und jetzt kommt dann der Download. Das wird jetzt ein bisschen dauern, je nach Internetgeschwindigkeit. Es sind doch ein paar Gigabyte, die da runtergeladen werden müssen. Da spulen wir einfach mal vor. Der Download ist jetzt fertig. Jetzt wird das Medium erstellt. Auch das dauert jetzt wieder so ein bisschen. Da wird nochmal alles überprüft und anschließend auf den USB-Stick geschrieben. Müssen wir wieder ein bisschen uns in Geduld üben. Und jetzt sind wir auch schon fertig. Jetzt ziehen wir den USB-Stick ab und wechseln zurück zum Lenovo-Rechner, wo wir dann das Windows 10 installieren wollen. Ja, im ersten Schritt starten wir den Rechner mal neu, beziehungsweise schalten ihn ein, wenn er jetzt noch nicht eingeschalten ist. Und wir wollen jetzt mal im ersten Schritt dem BIOS, beziehungsweise dem UEFI einen Besuch abstatten. Da muss man mal gucken. Ich habe jetzt hier mal F2 ist es hier bei diesem Rechner. Muss man da beim Start gedrückt halten. Da kommt man dann in das BIOS jetzt hier hinein. Da sehen wir jetzt auch die technischen Daten von dem Gerät. Zwei Dinge wollen wir jetzt hier einstellen. Das erste ist die Bootreihenfolge, die wollen wir einstellen, dass wir jetzt eben nicht mehr von Festplatte booten, sondern vom USB-Stick. Da haben wir ihn auch schon, ich habe ihn jetzt hier auch schon angeschlossen. Da gehen wir jetzt mal hin, der ist jetzt an vierter Stelle, der muss nach oben, muss er. Da müssen wir einfach mal gucken, wie das jetzt hier geht. Da drüben steht es dann auch schon F5 und F6, können wir das Ganze hier von
nach oben oder nach unten schieben. Jetzt haben wir jetzt hier den USB-Stick auf Position 1. Das passt dann soweit. Ja, beim Boot-Mode, was wählen wir hier noch aus? Da wählen wir jetzt hier, da ist jetzt hier Legacy Support. Kann man im Prinzip so lassen, aber ich empfehle jetzt bei Windows 10 das auf UEFI umzustellen. Ja, einfach, weil es die moderne Variante ist. Es würde aber auch mit dem anderen im Prinzip funktionieren. Den Rest, den können wir dann so lassen. Gehen dann hier auf Exit und ganz wichtig halt Exit Saving Changes. Das sieht auch bei jedem Rechner, wenn jetzt kein Lenovo Laptop ist, sieht das nur ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich ist das gleich aufgebaut. So, machen wir Yes für Speichern und dann startet die Kiste auch neu und sollte uns dann hoffentlich gleich hier melden, dass wir hier vom USB-Stick booten wollen oder können. So, jetzt kommt hier erstmal der Lenovo-Schriftzug. Man sieht es jetzt hier nicht, aber der USB-Stick, der blinkt schon mal. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass er da drauf zugreift. Da müssen wir einfach jetzt ein bisschen warten. Und wenn alles geklappt hat, dann kommt jetzt hier die Auswahl vom Windows Setup. Da können wir die Installationssprache nicht festlegen, weil man hat hier nur Deutsch zur Auswahl. Das ist das, was wir auch heruntergeladen haben. Ja, im Prinzip passen die Einstellungen. Klicken wir einfach mal auf Weiter und dann kommt der nächste Schritt jetzt hier dieser Button Jetzt installieren. Genau das wollen wir ja und dann wird das Setup gestartet. Jetzt geben wir hier den Windows Key ein. Wenn ich jetzt keinen Produkt-Key habe, dann kann ich hier auch den Schritt jetzt erstmal überspringen. Hier sagen, ich habe keinen Produkt-Key, dann kann ich den später noch kaufen und dann im Windows im laufenden Betrieb eingeben. Wenn ich einen Rechner habe, auf dem Windows 10 schon mal drauf installiert war, kann ich das ebenfalls weglassen, weil da ist bereits die Hardware bzw. die Windows-Lizenz an die Hardware gekoppelt. Dann kann ich das auch überspringen. Jetzt gebe ich hier das Ganze hier mal ein. So, den Key habe ich jetzt eingegeben, dann auf Weiter geklickt. Ich blende das jetzt bloß mal ab, dass der Key da nicht sichtbar ist. Dauert jetzt ein paar Sekunden und dann sollte hoffentlich gleich die Meldung kommen, dass alles okay ist und dann die Einstellung zur Festplatte erscheinen. So, jetzt kommen erstmal hier die Lizenzbedingungen. Auch die akzeptieren wir jetzt hier wieder. Kann man sich auch durchlesen, wenn man denn Lust hat. Und jetzt wählen wir die Installationsart aus. Ist ja jetzt hier ein neuer Rechner, da ist jetzt nichts drauf, nur dieses FreeDOS. Deswegen machen wir hier Benutzer definiert, nur Windows installieren. Und jetzt haben wir hier die müssen wir aussuchen, wo wollen wir das denn hinhaben. Da wir jetzt hier FreeDOS drauf haben, das sind jetzt die Partitionen von dem FreeDOS, bietet sich an, das einfach hier komplett zu löschen. Das heißt, die Partitionen anwählen, dann kurz bestätigen und dann die Partition löschen. Das machen wir jetzt auch noch für die erste Partition hier. Machen wir ebenfalls löschen und danach haben wir hier den nicht zugewiesenen Speicherplatz. Da können wir jetzt hier einfach weiterklicken. Windows richtet sich das Ganze dann schon passend für sich ein, erstellt dann die Partitionen und kann dann darauf installiert werden. Im Prinzip haben wir das meiste jetzt schon geschafft. Jetzt läuft einfach die Installation hier mal so weit durch. Das dauert jetzt ein bisschen. Das ist jetzt ein Rechner, da hat jetzt noch keine SSD. Da dauert es dann auch noch mal ein bisschen länger. Und jetzt spulen wir einfach wieder vor, bis dann die Einrichtung von Windows kommt. Installation ist soweit durchgelaufen. Jetzt kommen wir beim ersten Start. Also der Rechner hat jetzt auch schon mal neu gestartet. Das macht dann automatisch. Müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Das ist jetzt so ein bisschen Routine. Wählen wir jetzt erstmal die Region aus. Das passt ja dann soweit. Dann kommt das Tastaturlayout. Hier kommt auch so eine wunderschöne Sprachausgabe. Die aktiviere ich jetzt hier mal. Deutsches Tastaturlayout, das passt. Ein zweites wollen wir jetzt nicht hinzufügen. Wieder kurz warten. Dann können wir den WLAN-Schlüssel eingeben, sofern wir einen haben. Oder ansonsten können wir uns auch mit Ethernet ganz normal verkabelt anschließen. Machen wir hier weiter. Dann kann nämlich der Laptop auch gleich die ersten Updates dann herunterladen. So, wieder weiter. Und jetzt kommen noch einige sehr, sehr wichtige Schritte zur Einrichtung. Jetzt folgt die Einrichtung. Ja, wollen wir das für unsere persönliche Verwendung einrichten oder für eine Organisation? Sofern ich jetzt nicht in der wirklich in der Firma bin und da eine Domäne habe, wähle ich halt hier die persönliche Verwendung aus. Und dann kann ich jetzt hier mich bei Microsoft anmelden, beim Microsoft-Konto. Ich kann aber auch, wenn ich will, hier ein Offline-Konto erstellen. Das ist so meine bevorzugte Variante. Und dann muss ich mich mit meinem Microsoft-Konto hier anmelden.
Habe da natürlich hier meine, die riesen Nachteile, sehe ich natürlich jetzt hier auch ein. Und dann gebe ich dann meinen Benutzernamen hier ein und dann auch noch das Kennwort. Und was dann als nächstes folgt, ist dann die Kennwortbestätigung. Und dann müssen wir noch die Sicherheitsfragen noch eingeben. Das sind drei Fragen, muss man jetzt hier angeben. Überspringe ich jetzt hier mal für das Video. Soll Cortana die persönliche Assistentin werden? Kann man jetzt hier ja oder nein sagen. Man kann das dann aber später aktivieren. Ich mache jetzt hier einfach mal ablehnen. Den geräteübergreifenden Aktivitätsverlauf, ja, kann man aktivieren. Muss man aber auch nicht. Wenn man jetzt mehrere Rechner hat, dann sieht man, was man auf jedem Rechner so gemacht hat. Ich mache jetzt hier einfach mal nein. Kann man auch später alles wieder aktivieren. So, was haben wir jetzt hier noch mehr mit Spracheingaben ausführen? Damit nehme ich jetzt hier mal keine Sprachverwendung. Positionsbasierte Features will ich jetzt hier auch nicht verwenden. Mein Gerät suchen möchte ich auch nicht nutzen. Kann man sich in Ruhe mal durchlesen, was man da so ja einstellen möchte. Wir möchten jetzt hier auch bloß einfache Diagnosedaten an Microsoft senden. Also das ist ein bisschen, ich mache jetzt hier so ein bisschen die datenschutzfreundlichen Einstellungen. Nein, Tipps wollen wir auch nicht haben und die App-ID wollen wir auch nicht verwenden. So, jetzt haben wir uns da mal durchgeklickt und dann sollte es auch gleich losgehen. Jetzt werden noch ein paar Dinge eingerichtet von Windows. Das dauert jetzt auch nochmal ein bisschen. Da warten wir auch einfach mal wieder ab. Wird's wichtig, PC nicht ausschalten. Ja, gibt wahrscheinlich genug, die das so machen. Und jetzt sind wir auch schon am Ziel. Der Windows Desktop ist erschienen. Windows ist installiert. Das ist schon mal soweit die halbe Miete. Was ich jetzt hier im ersten Schritt noch machen würde, wäre, nehmen wir mal da, zeigen wir das mal da drüben, im Gerätemanager mal schauen, was fehlen denn jetzt hier noch so für Treiber. Das heißt, Rechtsklick aufs Startmenü, dann Gerätemanager aufrufen und dann mal gucken, welche Treiber jetzt hier noch fehlen. So, im Prinzip hat er auch schon das meiste jetzt hier so weit gefunden, wobei man jetzt hier auch sieht, bei Grafikkarte hat er jetzt hier bloß den Microsoft Basic Display Adapter. Das heißt, der nächste Schritt sollte dann sein, dass man zur Hersteller-Homepage von dem Laptop geht, sich die ganzen Treiber herunterlädt und die dann noch installiert, bevor man dann Windows weiter einrichtet und ja seine Programme installiert. Da sollte man auf jeden Fall die Treiber herunterladen und installieren. Man sieht jetzt hier auch, hier ist noch so ein Ausrufezeichen. Es kann auch hier sein, dass dann Geräte hier nicht gefunden werden. Bei vielen Sachen hat er jetzt hier so Standardtreiber installiert, wie jetzt hier zum Beispiel ein Microsoft Basic Display Adapter. Das funktioniert grundsätzlich, aber man sollte die richtigen Treiber auf jeden Fall installieren. Ja, so kann man Windows auf einem FreeDOS-Rechner installieren. Das war's, was ich zeigen wollte. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, euer Andy vom EQB-Blog.